Was geht, was geht, was geht, YouTube? Moin, moin und hallo zu Folge, was weiß ich was, von Assassin's Creed Valhalla. Ich steige da momentan wirklich nicht mehr durch, wo ich noch bin und wo ich nicht bin, weil ich einiges vorab aufgenommen habe und ja, ich bin also hoffnungslos überfragt. Irgendwo in der 30er befinden wir uns mittlerweile. Und wir sollen jetzt der Hochzeit von Oswald und, oh Gott, wie hieß sie denn, Valdis beiwohnen. Und da werden wir uns jetzt mal gleich auf den Weg hin machen. Das machen wir auch direkt, würde ich sagen. Dann haben wir storytechnisch dieses Gebiet, glaube ich, abgeschlossen. Und dann können wir den Rest der Episode noch ein bisschen Nebengequeste machen. Ein Hoppelhäschen. Fluffy Schnuffelhäschen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo es uns danach hin verschlägt und überhaupt, wie sich das alles hier noch so entwickelt. Wir haben noch sehr, sehr viel zu erkunden und wie eigentlich jedes Mal frage ich euch, wie möchtet ihr das gerne haben? Möchtet ihr es so haben, wie ich es momentan mache, dass ich immer ein Kapitel der Hauptquest mache und ein bisschen Nebengequeste? Oder wollt ihr auch mal komplette Nebenquest-Episoden haben, wo ich dann nur durch die Gegend reite und Schätze und Artefakte einsammle? Ja, wie wollt ihr es haben? Ich lasse mich da ganz von euch inspirieren. Denn, ja, ich habe auch kein Problem damit, hier stundenlang Nebenquests zu machen. Eine Main und eine Neben, also quasi genauso, wie ich es bis jetzt dann immer gemacht habe, okay. Aha. Ja, Edwash. Edwash heißen doch die neuen ist es von Samsung, die Waschmaschinen? Wo man noch Wäsche durch die Glasscheibe vorne dazugeben kann, wenn das Ding schon läuft? Ich glaube, das sind Adwash-Waschmaschinen. Ein schönes und angemessenes Fest, mein Herr. Danke. Das sieht dir ähnlich, einen König auf seiner Hochzeit warten zu lassen. Immerhin bin ich gekommen. Ein Teil von mir war schon besorgt. Ich versprach, deine Krönung zu sehen. Und da wären. Ohne dich wäre ich tot und eine weitere Hoffnung für East Engler vergeben. Gut siehst du aus, Oswald. Wie ein Mann, der gleich eine stärkere Frau ehelicht. Ich bin äußerst nervös. Aber die ein Mann schlagen kann, ist die gegen ihn selbst die schwierigste. Die Hochzeitsglocken läuten, Freunde. Was macht sie da vorne? Moonwalk oder was? Schon mal üben für die Feier hinterher. Tja, der gute Finn. Wir stehen schelmisch grinsend in der Ecke. Und da ist die Braut. Hier kommt die Braut. La 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 la. Ich hätte mir ein bisschen pompöser vorgestellt, die Zeremonie. Ich will jetzt auch den schönen Moment nicht kaputt machen, aber... Zittern die denn so? Was ist denn mit denen?
Selbst die Ringe zittern. Ein andächtiger Moment. Das, so ist das nicht. Das sieht ja aus wie der Ring von Thanos. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Und fortan tragt ihr diese Namen. Welchen Namen? Oswald von Elmenham, erster seines Namens. Rechtmäßiger König von East Engla und Lady Valdis. Seele, Schwert und Schönheit dieser Land. Du hast es geschafft, Statthalter. Nun sitzt ein König auf dem Thron East Englas. Du bist auch ein Teil dieses Liedes. Das haben wir zusammen erreicht. Nun kannst du weiter träumen. Von Feuer und Helheim. Irgendwann bin ich vom Weg abgekommen. Ich weiß nicht wann. Ich will nicht hier sein. Das wollte ich nie. Dies war Halfdans Traum. Er befahl mir, ihn wahr werden zu lassen. In meinen Träumen bin ich auf dem Meer. Weißt du noch? Den Wind im Bart, Salz auf den Lippen. Nach diesem Leben sehne ich mich. Ob ich es finde oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Bis dahin lass uns fressen und saufen und die Schmerzen vergessen. Jawohl. Das ist doch mal eine Ansage. Wir haben zwar erst Mittwoch, aber ich bin komplett dafür, Freunde. So, genieße die Feierlichkeiten. Ja, dann wollen wir mal die Feierlichkeiten genießen, was? So, hier. Da ist kein Ale in deiner Hand. Lass uns das Problem lösen. Es erfordert schon einen ganz besonderen Schneid zu trinken, bevor es der neue König tut. Ja, ein Schneid wie den dein. Auf Odin und seine Ruhmestat. Der hat ja schon einen Lütten zu viel gehabt. Möge seine Herrschaft lang und gut sein. Cheerio, Miss Sophie. Schon verloren. Trotzdem eine Herausforderung. Was sagst du? Na, Logo. Ich unter den Tisch. Selbstsicher, was? Mal sehen, was du gegen das Alebeast aus East Engla ausrichten kannst. Und wir machen es spannend. Bist du auch so frech, wenn du Silber setzen musst? Was meinst du? Na, Lego. Ich nehme an. Das haben wir doch, bis jetzt haben wir jeden Saufwettbewerb direkt gewonnen. Alter, wie viel geht denn da in das Horn rein? Oh, falsche Seite. Verdammt. Nein. Oh Gott. Alter. Oh, jetzt muss ich aber aufholen hier, Freunde. Ich hab verloren, er ist so umgekippt. Sale ist stark, Bruder. Aber ich bin stärker. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ja, komm, wir machen direkt eine Revanche. Du schuldest mir etwas Silber. Schön, nimm es. Kann ich nicht nochmal? Okay, auch eine Art zu trinken. Geh ich voll mit.
So, dann hampeln wir mal. Eieiei, wir hampeln mal darüber. So, was ist hier los? Ja, Lego. Stehen Sie. Auf diese Entfernung nicht kaputt zu kriegen, oder? Doch, sicherlich, Brody. Wenn meine Waffen Sie bitten, brechen Sie. Selbst nach so viel Mehl, wenn es dir gelingt, erhältst du eine Belohnung. Halt die Augen lang genug offen, damit du mir zusehen kannst. Besoffene Laus. Du besoffene Laus. Auch schön. So. Ja, hallo. Können wir, ich kann nichts machen. Jetzt. Oh. Ich konnte eben nicht ziehen. Das ist gemein, das zählt nicht. Ja. Ich konnte halt die ersten paar Sekunden nicht zielen. Met und Krüge verwirren das Wolfsmal. Wenn sie deine Saga schreiben, erinnere ich sie an diese Schmach. Ah, das ist unter meiner Würde, Brody. Und du bist langweilig. Es hat so lange gedauert, alles aufzubauen und ich... Oh, hey. Was, hol Finn vom Dach runter? Was macht er denn auf dem Dach? Alter. Wieder Ruhm geschmeckt. Und der war köstlich. Oder Rum. Freut mich zu hören. Dann ich fühlte mich immer wie Sköll oder Harty. Colonel Harty? Der Jagd, um Halfdans Wünsche zu erfüllen. Doch nun habe ich Sonne und Mond gefangen. Ich hab sie und nun, ich weiß nicht. Du kannst sie gehen lassen. Segler an neue Ufer. Mein Langschiff ist in Walhall. Oder hast du unser kleines Feuerchen vergessen? Na komm, bringen wir dich wieder auf festen Boden. Irgendwie dreht sich alles. Verstehe ich überhaupt nicht. Du bist sehr stark. Du bist sehr groß. Gemütlich. Es tut mir leid, Eivor. Ich hatte einen letzten Ruhmesmoment. Ich sollte glücklich sein. Ich bin glücklich. Danke. Es war noch nicht der letzte. Nicht der letzte. Einfach mal mit offenen Augen schlafen. So muss es sein, Freunde. So, und was haben wir hier? Wettessen jetzt, oder was? Eber steht für Fruchtbarkeit. Hast du das gewusst? So wie Frey. Worauf willst du hinaus? Du beeindruckst mich, Eivor. Deine Weisheit in der Schlacht. Deine Willensstärke. Deine vielen Fähigkeiten. Und doch frage ich mich, ob ich eine Fähigkeit besitze, mit der ich dich beeindrucken könnte. Auch ein Narr kann andere etwas lehren, selbst wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Ja, ja. Aber ich könnte dir zeigen, wie man meinen
Nüppel für? Nein. Okay, er hat es anscheinend wirklich so gemeint, wie er sagte. Chat, it's your turn. Ich zähle runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh nein, ernsthaft? Na gut, Chat hat es so gewollt. Du willst mein Feld. What the f... Wo ist es? Kommst du mit? An einen bequemeren Ort. Aha. Ja, gehen wir. Einen guten Pflüger findet man selten. Oh, lol. Alter, ernsthaft? Ja, moin. Ja, dann lassen wir uns mal das Feld ordentlich durchflügen, wa? Oder sind wir der... Ne, er ist ja der Flüger, sagte er. Okay, ich habe nichts weggedrückt. Naja. Das ist ein, zwei Verse im Liedergestalten wert. Daran werde ich mich lange erinnern, Eivor. Brennt noch, oder was? Oh Gott, wer war das jetzt? Der war das, ne? Ach, verdammt. Ja. Puh, Schwein gehabt. Ich glaube, das andere wäre böse geworden. Spaß und spielen. Ich sehe nach, wie es Oswald geht. Eivor, ich werde gleich zu unseren Gästen sprechen. Du sollst auch dabei sein. Bisher war es eine angemessene Feier. Und hattest du schon genug Spaß? So. Ich bin bereit für deine Rede als König. Frag mal nach, ey. Komm, komm mit mir. So, komm, und mit der Rede lasse ich euch alleine. Wir haben schwere Zeiten durchgestanden. Für uns schien es nur Verlust und Leid zu geben. Und doch ist es nicht der Krieg, der uns eint, sondern das Mitgefühl. Mögen wir stets das Mitgefühl vorziehen, selbst wenn der Feind diese Tugend ablehnt. Meinen dänischen Freunden und Nachbarn spreche ich meinen Dank für ihre Tapferkeit während unseres gemeinsamen Kampfes aus. Und meinen Mitchristen wünsche ich, dass wir weiterhin als Beispiele für die Gnade Gottes stehen, als Lichter im Dunkeln. Ich sehe East Englas Zukunft vor mir. Genau hier, in euch allen, egal ob Dänen oder Sachsen. Auf unsere Zukunft! Deine Beleidigungen sind immer noch schwach, aber Mut hat dieser König. Und auf Eivor, ohne den nichts von alledem möglich wäre. Im Namen East Englas möge dieser Ring für unser Bündnis mit dem Rabenplan stehen und für alles, was sie für uns getan haben. Hast du noch ein paar weise Worte für uns? Nein, komm hier. Oswald, du wärst nie meine erste Wahl als König gewesen. Oder die zweite. Ich wende dich schwach, folgsam, unentschlossen. Doch nicht alle sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Ich erkannte, dass Oswalds Herz eines der größten ist, die ich je kannte. Er ist standhaft, er ist weise, er hat Mut. Allesamt Eigenschaften, die eines Königs würdig sind. Er ist der König, den East Engler verdient. Der König, den ihr braucht. Auf den guten König Oswald! Oswald, Oswald, Ostwald, Prost! So, liebe Leute, und jetzt beginnt das Hochzeitsrennen. Denkt daran, das Brautpaar muss auf jeden Fall gewinnen. Haha, witzig. Seid ruhig und macht euch bereit für das Hochzeitsrennen.
Der König und die Braut gegen alle anderen. Mein König. What? Wer bist du denn? Du! Oh nein, weil ich ihn hab leben lassen. Piep! Oh nein. Ich glaube, das war nicht gut, dass wir ihn haben leben lassen. Nee, komm. Oder sollen wir Oswald kämpfen lassen? Der verliert. Oswald verliert locker. Ich hab ihn ich hätte ihn eigentlich töten müssen. Also. Oswald ist König. Und ein König braucht einen Recken. Ich werde für ihn kämpfen. Er forderte mich heraus. Du hast einen noch härteren Kampf vor dir, Herr. Du musst erst England wieder aufbauen. Und ein toter König kann seinen Eid nicht halten. Lass mich das beenden. Oswald, du feiges Sachsenschwein! Ich töte das Wolfsmaul und häng dich an deiner eigenen Zunge auf! Na, das wollen wir doch erstmal sehen, Rüd. Ja. Hallo, ich bin ausgewichen. Geht schon wieder gut los hier. Alter! Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den machen. Ja, komm. Easy. So, jetzt haben wir das gemacht, was wir schon lange machen wollten. Das hätten wir. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. So viel Zorn, so viel Tod. Doch leider ist es so gekommen. Du verlässt uns? Das sollte ich. Dein Hochzeitstag verdient Ruhe und Frieden. Beides kann ich heute nicht bieten. Eivor, East Engler steht in deiner Schuld. Ich versprach dir ein Bündnis. Und nun sollst du es haben. Eines Tages werde ich dieses Bündnis in Anspruch nehmen. Ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lange, Freunde. Ja, und wir haben die Lektion gelernt, wir hätten Rüd beim ersten Mal schon töten sollen. Dann wären jetzt die... Ich verabschiede, bevor ich gehe. Dann wären die Festivitäten jetzt nicht so unterbrochen worden sein sollen. Na komm, gib mir hier auch noch einen Schluck. So, wo ist denn der gute Finn? Mhm. Alter Way. Ach hier, guck mal. Können wir mit ihm auch nochmal sprechen. Ja, der Ohrwurm ist real. Doch ich gab euch ein paar gute Erinnerungen. Mhm. Den ungepflügten Acker. Kümmere dich um deinen König, Bruder. Er wird dich in den nächsten Jahren brauchen. So, dann. Wen haben wir hier noch? Bodir, ich übergebe Oswald in deine Hände. Beschütze deinen König. Und ruf mich, sollte das jemals nötig werden. Ja, Eivor, ohne einen Moment zu zögern. Gute Reise. Danke. Gute Besserung. Ach nee, das war was anderes. Valdis! Valdis! Kannst du nicht noch etwas bleiben, Eivor? Ich sollte gehen. Meine Rabenschar erwartet meine Rückkehr. Ich verstehe. Mach's gut, Valdis. Du hast gut gekämpft. Und einen würdigen König gefunden. Das habe ich wohl. Alles Gute, Eivor.
Schließlich habe ich ja auch schon Acker gepflügt, also. Da, Oswald. Er chillt hier auf seinem Thron. Kann ich nicht mit ihm sprechen, doch. Ein Traum wurde wahr. Nicht weniger. Ich danke dir für alles. Von ganzem Herzen. Jo, gerne. Ah, sei gegrüßt, Eivor. Du verpasst die Feierlichkeiten. Ich habe genug. Sie sind ebenso für dich wie für Oswald. Ich war ein gebrochener Mann, Eivor. Vor all dem dachte ich, ich sterbe als müder alter Versager. Doch nun brennt mein Herz wieder mit neuem Feuer. Ich will laut leben und laut sterben. Ruhm schert sich nicht ums Alter, Finn. Segle mit mir. Mein Schiff kann weise Köpfe und starke Äxte immer gebrauchen. Gemeinsam? Gemeinsam. Ich packe meine Sachen. Ja, cool. Jomsvikinge angeheuert. Fünn. Und wir haben die Quest Hochzeitshörner abgeschlossen, Freunde. Neue Entwürfe freigeschaltet und die Geschichte. Der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Der gute Sachse. Ja, wir haben die Quest abgeschlossen, Freunde. Die nächste Saga, die jetzt geschrieben wurde. Und wir sollen wieder zu Randvi und ihr einen Lagebericht abgeben. Doch bevor wir das machen, werden wir uns nochmal wieder die eine oder andere Nebenquest anschauen. Die hier ist ja ziemlich dicht. Also nehmen wir die direkt mal. Da müssen wir hier nur einmal kurz rüberschippern. Können wir auch so easy schwimmen. Ja, also die Story hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube, das ist bis jetzt... Ja, bis jetzt mein Favorit. Gerade die Mission mit dem... Wo wir in Castel Bua eingefallen sind. Das war schon ziemlich nice gemacht mit dem brennenden Schiff da ins Tor rein. Und ja, war geil gemacht. Gefällt mir richtig gut. Mal gucken, wie die nächsten werden. Geangelt haben wir auch mittlerweile schon. Ich kann euch nur empfehlen, Freunde, schaut euch die anderen Episoden an, wenn das jetzt hier die erste ist, die ihr gesehen habt. Oder die ihr seht. Also auch für den Stream. Gerne mal auf YouTube vorbeischauen. Gerste LP. Und da machen wir mehr als nur Fliegenpilze essen. Ach, die Geschichte wieder, okay. Achso, ja, okay, das ist ja easy. Hier führen die Schilder hin. War es das nicht? Nein, das war es nicht. Okay. Okay, achte auf die Zeichen. Aber... Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen, Freunde. Oder bei der Statue. Huch. WTF. Jetzt weiß ich, warum man keine Fliegenpilze essen sollte. Das ist geil gemacht, Freunde, oder? Oh nein, wo denn?
Und keine Statue. Unten hatten wir die Schilder. Hier rein? Ja, sieht gut aus. Und jetzt? Und jetzt? Wir haben hier überall blaue Blumen. Hierhin? Vorher sah ich das Reichen Reichtümer fressen und der Tod stand vor der Tür. Und doch kam er zurück. Denn Leben ist besser, auch Leben in Armut. Die Fliegenpilz-Herausforderung abgeschlossen. Ein Träumchen. So, wo geht's denn als nächstes hin? Wollen wir uns den Schatz da noch besorgen? Ja, wir haben noch einen Augenblick Zeit für diese Folge, dann schnappen wir uns hier noch ein bisschen was. Oh, Wolfi. Ich gehe hier erstmal rein. Tschüss, Wolf. Oh. Hallo, 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 hallo. Jungs. Alter. Hallo. Sagen, kann doch nicht so schwer sein, hier ein paar läppische Wölfe umzunieten. So, gibt es hier vorne noch was? Nope, hier gibt es aber noch was. Ein zerfetzter Brief. Mildred, wir fliehen nach Norwegen, bevor Rüds Männer alles in Schutt und Asche legen. Wir konnten nicht alles tragen, was im Keller versteckt war, also bring alles von Wert mit, was wir zurücklassen mussten. Aber spute dich, die Dänen nehmen alles und verschonen niemanden. Viel Glück, Edric. Ja, recht. Recht hat Edric. Denn wir schnappen uns. Oh nein. Wir schnappen uns alles, wenn wir den Schlüssel finden. Wenn wir denn den Schlüssel finden. Da ist der Schlüssel. Was ist denn nun schon wieder? Oh, noch mehr Wolfi. Zack. Ja, du kommst auch noch dran. Oder ihr. Tschüssikowski. So, wo, ein Holzbein, sehr gut. Können wir immer gebrauchen. So, wo war jetzt der Schlüssel? Hier war der Schlüssel. So, derle. Ab in die Hütte. Ja, Mann. Das waren sogar... Das waren sogar zwei Wolfgangs. So, was haben wir denn hier Schönes? Kupfernickelbarren, ja. Erinnert mich wieder daran, dass wir unbedingt in unser Dorf müssen und mal ein paar Sachen upgraden. Aber da machen wir uns ja quasi gerade mehr oder weniger hin auf den Weg. So, was liegt denn noch auf dem Weg, Freunde? Hier.
Ein Artefakto. 160 Meter, das erreichen wir easy zu Fuß. Schön das Getreide pampeln hier wieder. Was? Hier treiben sich böse Geister herum. What? Wo ist denn... Ja, hier vibriert's. Aber hier muss ja irgendwo ein Eingang sein. Das wird wahrscheinlich hier unterirdisch sein, oder? Du bist kein böser Geist. Ist hier ein Eingang? Nö. Ist hier ein Eingang? Ja, das sieht gut aus. Okay, krass. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Grimms Graben. Von den Gebrüdern oder von wem ist das hier? Wird schon wieder vergessen. Achso, okay, ja. Tschüss, Schlangi. So, hier unten ist aber nichts mehr, oder? Nein. So, von da sind wir gekommen. Dann gehen wir jetzt einmal hier lang. Ganz elegant. Okay, wer hätte gedacht, dass das so lang geht? Oh Gott, die habe ich ja gar nicht gesehen, die beiden. Oh, 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 oh. Was ist hier los? Ach, hier. Hä? Wo ist hier der? Hä? Also hier sollte jetzt offensichtlich ein Schlüssel liegen, oder ist der oben? Sind wir... Sag mal... Ich habe mich total verlaufen hier, Freunde. Aber sowas von. Kommen wir da wieder hoch? Da kommen wir nicht wieder hoch. Okay.
So. Na, zünd es an. So, geht auch. Denn aus zahllosen Zelda-Spielen haben wir gelernt, wenn wir alle Fackeln anzünden, passiert was Gutes. Aber hier scheinbar noch nicht. Doch, hier ist noch eine. Ihr seht das Symbol hier auch, ne? Wieso kann ich das nicht? Verstehe ich nicht. Aber wir haben momentan keine andere Möglichkeit, als hier hochzugehen. Und hier oben gibt's doch noch was. Okay. Aber da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht mehr hoch. Was ist da denn? Das weiße Heft des Schwertes. Des Schwertes von Riederich Hell. Alleine verrotte ich in Tintenschwärze. Das Ende des Schattenirrgartens in der Hand eines Wohlgeborenen glitzere ich mit zügellosem Feuer. Well. Well, well, well. Ja, das habe ich mich aber auch gerade gefragt. Okay, das ist nicht das, wo wir eben waren. The fuck, wo sind wir denn jetzt? Ach da, okay, Grimms Graben, das haben wir noch nicht gelöst. Weil wir da den Schlüssel nicht haben. Keine Ahnung, wo wir den finden. Aber das Artefakt haben wir bekommen. Dann lassen wir uns das mal für später. Und wir werden jetzt erstmal da hinten noch hin. Und ja. Mal gucken, was das für eine Quest ist. Ehe wir dann endlich zu Randvi aufbrechen. Ach du Pferd. Ich glaube, das haben sie rausgepatcht, dass die Pferde so extrem suizidal veranlagt sind. Ach, guck mal, wieder eine Pilzherausforderung. Da haben wir doch schon Übung drin. Entzünde die richtigen Feuerschalen um das. Hä? Die sind doch alle entzündet. Hä? Moment. Also da steht unser Pferd. Ist das das Zeichen? Nee, das war nicht das Zeichen anscheinend. Vier.
Hä? Da ist das Tor. Freunde, ich habe keine Ahnung, das ist jetzt pures Glück gerade. Okay, das war offensichtlich falsch. Kann ich die wieder zurückentzünden? Ja, kann ich. Dann resetten wir mal einmal alles. So, es sind 5 Schalen, ja? Hier ist das Tor. Was haben wir denn, wenn wir hier direkt vorstehen? Da haben wir ein Fenster. Und 2 Stäbe. Da haben wir... ein Stab. Hier haben wir einen Stab. 3 Holzdinger. Da haben wir auch einen Stab. Okay. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Eine Säule? Ne, oder sind es 2? Nope. Was können wir denn hier für Zeichen haben, Freunde? Okay, hier kommen wir nicht raus. Chat, wenn ihr mir helfen könnt, gerne einmal spoilern, damit wir hier nicht allzu lange rumgeistern. Hahaha. Huch. Ich bin nämlich gerade tatsächlich ein bisschen überfragt. Also hier ist ein Schädel. Hier ist auch ein Schädel. Hier ist ein großer Schädel. Hier ist gar kein... Doch, hier ist ein großer Schädel. Hier sind nur ein paar Knochen. Verändert sich das? Da sind nur ein paar Knochen. Machen wir die zuerst. Haben wir da irgendwelche Anhaltspunkte? Auch nicht, ne? Was denn, wenn wir das... so pentagrammmäßig machen? Auch nicht. Ja, ihr seid jetzt live dabei.
wie ich hier an so einem dusseligen Rätsel struggle und ja. So, hier ist ein... Kreist der Vogel jetzt hier rum? Kann das? Dann fliegt er dahin. Und dann bleibt er da. Okay, das hilft mir überhaupt nicht weiter. So, pass auf, das ist ein nahezu kaputtes Fenster. Das ist ein hohes. Hier ist gar nichts. Da ist komplett bemoostes. Hier ist ein niedriges. Okay, gar kein Fenster. So, dann haben wir das mit zu. Das ist niedrig. Das ist höher, das ist am höchsten. Das ist niedrig. Zack. 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 Nope. Okay, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sehe ich auf dem Boden irgendwas? Nein. Hier verändert sich ja auch nichts, oder? Ja, Freunde, es nützt alles nichts. Ich muss das wohl mal schnell googeln, wenn ihr mir das nicht in den Chat schreibt. Weil ich habe echt keine Ahnung, wie ich das gerade lösen soll. Versuche auch nur den Anfang zu lesen, dass ich... dass ich nicht zu sehr gespoilert werde und... So, pass auf. Nein, ach Freunde. Ich war auf dem richtigen Wege anscheinend. Wir dürfen nur die Fackeln entzünden, die Tore hinter sich haben. Also die. That easy. Ja, gut. War jetzt nicht meine glorreichste Leistung, gebe ich zu. Eieieiei, ganz belastend gerade für mich. Also das war ja nun wirklich schwierig, also nicht schwierig, aber ich habe mich hart angestellt. Was ist das überhaupt hier unten? Hat jemand diesen Mann gesehen? Ach so, genau, so die Geschichte. Gut. Was haben wir denn noch hier? Was ist das hier? Da ist ein Artefakt und... Wir haben hier unten auch noch... Oh Gott, wir haben hier unten noch einen Raubzug, Freunde. Den müssen wir eigentlich noch machen.
spät haben wir es denn jetzt? Okay, also ich würde sagen, wir beenden diese Folge. Dann reite ich offscreen gleich einmal hier zum Raubzug und dann machen wir den Raubzug noch schnell. Ja, so machen wir das. Ja, oh Gott, mit Abschluss dieses überaus schwierigen Fliegenpilzrätsels, bei dem ich mich ziemlich doof angestellt habe, verabschiede ich mich von euch auf YouTube. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, gerne auch ein Abo und einen Kommentar da lassen und mir gerne schreiben, wie unfassbar dusselig ich mich angestellt habe. Und lieber Livestream-Chat, ihr bleibt dran, gleich geht's weiter. Und ja, wir sehen uns dann demnächst auf YouTube. Bis dahin.